Hallo Scheibenfreunde und willkommen zu dem größten Unboxing, was es bisher auf dem Kanal gegeben hat. Denn ich habe eine Sammlung aufgenommen von jemandem, der Schaben nicht mehr halten wollte. Und was alles in der Kiste drin ist, seht ihr nach dem Intro. So, und dann schauen wir auch schon mal nach. Wir fangen mit der Ostenkiste an, die etwas kleiner wird. Und zwar hier einmal die Eleptorina Javanica. Solche Styropor. Ein T-Shirt, schauen wir mal, vielleicht kriegt man ja ein bisschen seine Zwergfochschabenart. Ein bisschen größer als die Eleptorina Chopardi. So, dann machen wir weiter mit der nächsten Packung. Blatttiger Dubia, die argentinische Waldschaben, die gab es jetzt quasi gratis mit oben drauf. Alles so kleine Knöpfe hier. Also auch keine Adulten, na doch, ein paar adulte Weibchen sind dabei. Also da auch jetzt nur ein paar Waldschaben. Wie gesagt, war eben gratis dazu. So, dann die nächste Dose. Die Eleptorina Levigata, die hatte ich ja jetzt erst vor kurzem auch in Hamm geholt. Ja, so. Auch nochmal eine schöne große Fauchschabenart. Da wollen sie schon abhauen hier die Kollegen. Aber hier auch mit einer schönen Zeichnung. Wie wir hier sehen, die Levigata. Echt schöne Fauchschaben. So, da wieder zurück. Ab in den Topf. Eine Mengenangabe habe ich jetzt nicht wirklich. Ich habe jetzt auch, ich werde auch nach dem Video dann auch nochmal exakt durchzählen, wie viel es dann sind. Und das werde ich jetzt also auch den Rahmen des Videos sprengen. Weiter geht's. Also sind, muss ich euch gleich sagen, es sind von vornherein alles Fauchschabenarten, aber alles unterschiedliche, außer die Dubias natürlich. Jetzt haben wir hier Prinzessia Wanderewiki Black und White. So, wenn der Olli natürlich jetzt mal das Döschen aufziehen würde. Genau, also eine etwas von den Farben her andere Art. Ja, nicht abhauen, Kollege. Ja, also, wie ihr sehen könnt. Ja, der Kollege möchte nicht wirklich. Gut, dann tun wir gleich wieder zurück. Also, eine schwarz-helle Färbung bei den Prinzessias. So, jetzt gehe ich aber auch rein. Hier, ja, ist das nicht los? Ja. So. Dann. Nächste Dose. Es sind also auch kein Ende. Ja, wozu war ich eigentlich in Hamm gewesen? Denn hier haben wir auch nochmal Eileropoda Insignis. Ja, sagt man jetzt auch nicht nein, ne? Immer mal die Zucht etwas auffrischen. Ist also auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann, auch von vielen Leuten gesucht, ein bisschen Kamerastück höher. Prinzessia Wanderewiki Big. Wer auf Hamm ist, oder wer schon mal auf Hamm war und hat bei einem bestimmten Händler, der hat, ich weiß jetzt nicht, wer das genau ist, welcher Händler, aber der hat wirklich richtig schöne große Ausstellungstiere. Ihr kennt ja alle meinen Rüdiger und selbst der ist sogar noch wesentlich größer als Rüdiger, also nochmal ein Drittel so groß bzw. ein Drittel so breit wie der gute Rüdiger. Das sind aber auch alles Ausnahmetiere. Und auch hier. Oh, da hat eben ja schon ein Babyflöten hier. Mehr du genommen. So, komm her. Zack. Rein. Gut, machen wir hier zu, bevor sie alle wieder abhauen.
So, größere Dose. Ich habe ja gar keinen Platz mehr. Muss man da hoch. Denn es geht weiter. Und zwar eine sehr, sehr seltene Bauchschabenart. Und zwar die Compadurina grandidiri. Mit einer der größten Bauchschabenarten, die es gibt. Oh, da kommt mir schon eine entgegen. Aber das ist. So, wieder rein, Kollege. Ja, die sind aber alle noch nicht so groß, wie sie eigentlich. Oder wie es eigentlich immer heißt. Wenn es heißt, normalerweise so 85 bis 90 mm können die Grandidiri groß werden. Also mal abwarten und überraschen lassen. So, jetzt kriege ich den ganzen Kram auch nicht mehr zu hier. So, du knüpfst, gehst rein. Du gehst hier auf den Deckel drauf. So, ganz gut. Sehr schön. Dann, Grandidiri. Jetzt kommen wir zu den Compadurina Oblongata. Da ist schon, ja, okay. Also die hauen, derjenige, der es verpackt hat, der hat die Tierchen wirklich nicht gut verpackt. Ja, toll. War das jetzt eine Oblongata oder nicht? Ich tue den Kleinen jetzt erstmal weg. So, da bin ich wieder. Also, Oblongata, aber das sieht jetzt hier, jetzt gerade nach dem Osten auf Tischen angucken. Das Weibchen. Ja, ist schon, könnte ein Oblongata sein. Aber wie ihr es hier vielleicht sehen könnt, ich zeige es euch schon mal hier. Ja, diese hellen Markierungen hier, die sind recht untypisch für Oblongata. Aber trägt schon eine Otik, so wie es aussieht in sich. Ja, bisschen dicker ist es schon. Müssen wir mal schauen. Ach du, jetzt geht's wieder rein. So, wir gehen da rein mit dir. Also sind alle ein bisschen heller. Auch das hier ist ich. Es könnten natürlich auch, wenn es ganz schlecht läuft, Hybriden sein. Manche machen jetzt auch optischen Eindruck. Hier zum Beispiel sieht es gut aus. Die hier zum Beispiel von der Färbung her, aber die mit den helleren Stellen, nicht, dass da was anderes dazwischen gerutscht ist. Da muss ich mal schauen, wie ich das am allerdümmsten anstelle. So, erstmal hier dicht zumachen. Den Spaß. Tun wir das weg und jetzt schon wieder eine abgehauen. Gibt es ja nicht. Also die Bratblasdosen sind definitiv nicht auf nicht zugemacht worden. Oder wahrscheinlich auch ungeeignet für Fauchschaben in der Größe. Gut, aber das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, denn darüber gibt es nicht viel zu sehen, laut zu lesen, ist Princesia vanverbeki tricolor. Ja, wie wir es euch vorhin gezeigt, ob ich es euch vorhin gezeigt hatte, einmal diesen weiß-schwarzen Farbschlag und jetzt dreifarbig. Finde ich optisch ziemlich ansprechend, sind aber auch sehr, sehr selten, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Jetzt holen wir uns mal den Loop hier raus und gucken uns den mal hier an. Also auf jeden Fall schöner Farbschlag mit dem Weiß dazwischen. Und das ist noch nicht mal ein adultes, ne? Vielleicht von den Hörnern her super adultes. Da müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ziemlich schöne Tiere. Bin mal gespannt, ob die sich gut vermehren. Naja, müssen wir mal schauen. So, dann auch hier wieder. Ich klappe zu, nicht, dass wieder irgendwas abhaut. Genau. So. Das war's gewesen mit der neuen Folge Cockroach TV. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst den Like da. Teilt das Video, abonniert fleißig. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis bald und ciao, ciao.